Mensch, ihr auf YouTube habt's echt gut, wisst ihr das? Weil jetzt, ne, jetzt gerade geht's los und ich habe jetzt gerade mal vielleicht eine halbe Stunde gebraucht, um über dieses Spiel zu labern und die Einstellung hier vorzunehmen, damit es nicht halbwegs scheiße aussieht. Warum ist das jetzt 16 zu 9, 4 zu 3? Oder ist das einfach die Kunst des guten alten PS1 FMV? Wieso habe ich eigentlich gerade die gesamte Zeit daran rumgeschnitten, wenn ich jetzt sowas krieg? Alter, PS1-Spiele zu streamen ist echt ein Albtraum. Ja, Cutscenes damals waren für die damalige Zeit echt gut, das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich rede mich gerade überhaupt, dass ich eine halbe Stunde gebraucht habe, um das alles hier richtig zusammenzuschneiden, nur damit es jetzt wieder scheiße aussieht. Oh Gott, das Spiel hat deutsches Voice Acting. Hat er gerade gesagt, nehmt sie in Acht? Das ist der Wunsch von seiner Majestät Kaiser Dole, dass das Mädchen in Haft genommen wird. Wer ist sie? Das geht dich nichts an. Das Voice Acting ist mal richtig leise, ey. Ja Mensch, nehmt sie in Haft, hätte ich auch verstanden, wenn das Voice Acting nicht so unglaublich leise wäre. Sound Mixing. Schon wieder ein schwarzer Balken. Der grünzahnige Drache. Feuerbrand. Feuerbrand. Ich nenne dich Brand. Wie wär's damit? Fail Brand. Ich nenne ihn einfach Brand. Wenn es ihm nicht passt, soll er mir eine Hassmail schreiben. Sieht aber für die damalige Zeit echt nice aus. Krieg. Eher wahrscheinlich. Der Drache heißt jetzt Olaf. Punkt. Hoffentlich ist es nur ein Gerücht. Ist das unser Protagonist? Ich liebe ihn jetzt schon. Er ist einfach 100% 90s Anime. Wer bist du? Auf jeden Fall niemand auf einem
Echsen-Roboter-Pferd. Das ist ein Söldner von Basil. Alter, ach, rede, du Arsch. Ich bring euch alle um. Was macht ihr da? Habt ihr einen an der Waffel? Das ist ein Schwert gegen uns. Alter. Bring euch alle um. Was ist das denn? Oh. Was zum... What the fuck? Suddenly Dragon. Du alter Stick, slap mich nur durch die Gegend. Müssen wir das dann nehmen, sonst komme ich noch um. Wie wär's mit Laufen? Alter, what the fuck? Was für ein Monster! Es kommt! So genau wollte ich das gar nicht wissen. Ich find's geil, dass die hier alle diesen Naruto-Move drauf haben. Wer bist du denn? Psst. Falls du nicht sterben willst, und dann hoffe ich mal. Halt die Fresse! Mann, das soll ein Drache sein. Das Ding sieht aus wie ein riesiger Käfer. Ach, danke, dass du mich gerettet hast. Was um Himmels Willen war das? Ein Drache. Drache? Echt jetzt? Das sah wie ein Käfer aus. Warum fragst du denn so blöd? Aber es ist merkwürdig. Das Dorf hätte man leicht auch ohne Drachen zerstören können. Das Dorf? Meinst du Celes? Da waren diese Soldaten... Es wird schon nicht mehr viel übrig sein. Celes ist meine Heimat, Alter! Gotta go fast! Ja, der Erde, der See. Ist dieser Mann? Nein, das kann nicht sein. Echt mal, das Ding ist Planierraupe des Untergangs. Das Ding ist eine Yu-Gi-Oh-Karte. Och nö. Mein Gott. Sind denn alle? Die Musik ist bislang echt nice. Oh. Aha. X. Oh, wurde genug gebraucht, Alter. Vielleicht habe ich ja genug, wenn ich dich getötet habe. That dialogue, so. Ich sehe da hinter mir eine Kiste. Darf ich die... Ja, richtig. Kick ihn gegens Knie. Halt! Oh, ein Söldner. Kommst du ja ein bisschen zu spät? Halt die Fresse! Was machst du hier? Siehst du es nicht? Wir wollen dieses Gebiet besetzen. Diese Würmer hier sind uns im Weg. Besetzen? Ihr habt euch da einen an der Waffel. Selbst wenn es so ist, geht es dich nichts an. Du wirst sowieso bald sterben. Hat er versucht, die Luft vor mir zu treten? Darf ich mal ganz kurz in dem Spiel um was bitten? Können wir uns bitte auf ein Format einigen und das tatsächlich behalten? Das ist jetzt schon das vierte Format, was ich hier sehe. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Nerv, jedes Mal neu was zu machen. Aber weißt du was? Ich reiß euch jetzt einfach den Kopf ab. Oh. Okay. Au.
Alter, was ist mit dir kaputt? Da schlitzt er mich. Alter, da schlitzt der Arsch mit. Okay, pass auf. Ach du Scheiße, jetzt gibt's hier. Aua! Kannst du mal aufhören, deinen Scheiß nach mir zu schmeißen? Ja! Doppelhieb! Damn Voice Acting, though. Okay. Das wird witzig. Doppelhieb! Warum hat das Spiel eine deutsche Synchro bekommen? Ah! Bist du wirklich Dart? Ja, bin ich? Warum kann sie Selle sein? Krieg. Krieg ändert sich nie. Sandora-Reich hat uns angegriffen. Die scheiß Römer. Was ist mit dem Waffenstillstand? Plötzlich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie in so ein abgelegenes Gebiet kommen würden. Doch nur schon früher zurückgekommen. Du musst etwas machen. Shana, rette Shana. Nur du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Ey, Alter! Während du dir legst, gebe ich mir erstmal Jade-Cocoon. Habe ich auch mal gehört von, aber nie gesehen oder gespielt. Zerstörung erhalten. Wunderbar. Ich habe mir schon immer Totalzerstörung gewünscht. Ich mag die Artworks. Jetzt ist die Frage, was ist Totalzerstörung? Zusatz? Ein Doppelhieb! Okay, cool. Ersetzen. Config. Ah, so. Morph, normal. Notiz, Zirkel. Ah, hier. Einzelfeuerangriff. Ach so, das sind. Ah, das ist so Magie. Oder Items? Scheint mir mehr Item zu sein. Aber Hauptsache, das erste Item, was wir finden, ist Totalzerstörung. Kann ich da denn? Ach so, und dann könnte ich speichern. Ah, okay. Wichtig, ne? Totale Zerstörung. Ein Magiesystem gibt es in Age of Dragoon nicht. Okay. Kein Magiesystem. Das ist auch selten. Du auch tot? Schon tot. Schon tot? Plus? Moment. Der ist ja gar nicht tot. Die Stimme. Bist du das, Dart? Hier lang. Komm mal, geh da mal hin. Liegst du nicht so im Weg rum? So, eine leichte Verletzung. Stell dich mal nicht so an. Ich glaube, ich hatte Glück. Mehr Glück als diese Krähe da vorne. Just saying. So, schau dir das Dorf an, wärst du doch nur... Ja, red's mir noch ein. Meine Güte. Meine Güte, red mir noch ein schlechtes Gewissen, why don't you? Och, wegen Shana. Was mit Shana? Sie haben sie verschleppt. Anscheinend war Shana der Grund ihres Kommens. Weißt du, wohin sie gegangen sind? Irgendwas? Ich weiß nicht.
Oh, scheiße. Ich werde ihn schon zum Reden bringen. Bring dich um, Junge. Einen einfachen Soldaten zu besiegen, ist kein Grund, übermütig zu werden. Wo habt ihr Shana hingebracht, ihr Säcke? Shana? Mach dir keine Sorgen. So war sie sich wahrscheinlich gerade im Gefängnis von Helena gemütlich. Helena. Das Gefängnis, wo man dir später erklärt, was du zu tun hast. Überrascht, was? Und die Luxian, danke dir fürs Vorlauen. Wir haben extra für sie eingeladen. Machst du Witze? Ihr habt das Dorf nur angegriffen, um Shana zu kidnappen? Ihr habt doch einen an der Waffe. Genau. Oh, mach dir keine Sorgen. Du wirst ihnen bald folgen können. Aber nicht nach Helena. Auf zur Hölle, Alter. Was sind die hier alle für Edgelords? Oh, okay, er darf anfangen. This seems fair. Gegenstand. Hier, warte mal. Achso, das ist nur ein Dings. Ne, dann greifen wir erstmal normal an. Kümmern wir uns erstmal um den Kleinkram. Yes. Ha. Doppelhieb! Doppelhieb! Doppelhieb auf... Ertsch! Was ist das denn? Ganz schön frech von dir. Die Fight-Mucke ist nice. Weißt du was, dir gebe ich jetzt totale Zerstörung. Oh fuck. Ah, ich kann mehr Damage mashen. Cool. Und ich darf nochmal. Yes. Doppelhieb. Dem habe ich es gegeben, dem Typen. Level hoch. Vulkan, neuer Zusatz. Wieso erinnert mich der Typ, ne? Ich habe leider keinen Auto-Fire-Controller. Sorry, ich habe nur den ganz normalen Controller für PS2. Du wirst Shana doch retten, oder? Ich meine, ich werde dich nicht aufhalten, aber sei vorsichtig. Deine Reise ist noch nicht vorbei. Hab ich recht? Nö. Was Sales angeht, da kannst du auf uns zählen. Es gibt bestimmt noch genug, die sich bewegen können. Okay. If you say so. Wenn du den Schützenbefehl verwendest, bekommst du eine Runde weniger Schaden und bekommst ein bisschen HP zurück. Man bekommt HP zurück? Okay, cool. Das ist gut zu wissen. Wenn alles geregelt ist, werde ich zurückkommen. So am Ende des Spiels, nach 80 Spielstunden und sowas. Mit Shana. Ich finde es geil, dass jetzt, wenn er seinen Kopf neigt, einfach mal ein Stück von seinem Schädel gefehlt hat. Habt ihr es gesehen? Okay, warte mal. Zusatz. Was hat das jetzt mit den... Was hat das jetzt damit zu tun? Ach, das ist... Ah. Die können hochleveln, aber ich kann immer nur einen davon haben. Ah, das ist mein normaler Angriff. Okay. Was ist SP und weit? Was hat das damit auf sich? Kann ich das irgendwo... Ich meine, es steht bestimmt im Dings drin, im Handbuch. Also ich könnte das easy nachgucken. Und die Dinger können auch hochleveln. Ich nehme mal Vulkan mit. Ich will wissen, wie Vulkan aussieht. Ach ja, warte mal. Vor allem, was ich jetzt mal so nebenbei sagen muss, ne? Die Mucke, ne? Die erinnert mich voll an Forbidden Memories. Hm?
Aber um den letzten und stärksten Server muss alle voll gelevelt haben. Wieso verwundert mich das nicht? Was ist denn da? Da sind ja Leute drinne. Welche? Rache! Hör doch mal auf, meine Güte! Bin doch nur ich! Keine Ahnung, wer ihr seid. SP wird später wichtig, okay. Ist das Dart? Echt jetzt? SP wird später erklärt. Weiß einmal, wie viele Male du ein Kombo arbeiten musst, um einen Finisher zu machen. Ah. Beide erwachsen geworden. Haben sie erledigt. Jetzt gehören sie in Stücken zu den anderen hier. Das ist jetzt in Ordnung. Alle sind tot. Nicht alle. Nur die meisten. Überwiegend alle, die ihr geliebt habt. Nicht jeder wurde getötet. Nur die, die ihr lieb hattet. Also, vielleicht 90% der Leute? Deshalb müsst ihr den Leuten im Dorf helfen. Ich rette Shana. Ich gehe dann mal wieder, ne? Tu, was du kannst. Ich besorg Heilkräuter. Heck auch. Okay, macht ihr mal. Ich renn mal weiter in Turbo-Speed hier durch die Gegend. Man ist verdammt schnell unterwegs hier. Schrecklich, Feuer brannte das Dorf aus irgendeinem Grund. Rennt ihr mir jetzt? Meister Tasman. Tasman? Ja, es ist nicht der Tasbot. Du bist Dart. Du bist in Sicherheit. Ich hab dir gezeigt, wie man mit einem Schwert kämpft. Mich tötet man nicht so leicht. Ja, zahlenmäßig unterlegen. Ich konnte sie nicht aufhalten. War ein bisschen shit. Hast du schon von Shana gehört? Ja, war nicht zu überhören. Ich gehe nach Helena. Das erkläre ich dir später. Lass uns kämpfen, bevor du gehst. Ich will sehen, ob du überhaupt fähig bist, Shana. Okay. Okay. Zeig mir, wie stark du wirklich bist. Glaub nicht, ich wäre weniger verletzt und nachsichtig mit dir sein zu müssen. Okay. Was lass mal wetten, dass er mir den Arsch aufreißt? So eine Beginnerfalle, so nach dem Motto, joa. Ich meine, er sieht badass aus. Er erlernt ein Schwertkunst. Zusätzliche Fähigkeiten über Gegenangriffe, über Abwehr. Wir gehen das mal durch, das könnte wichtig sein. Haben Sie für wen ein Zielvisier? Ja. Wenn das Visier in der Mitte drücke, X. Genauer heißt zu schnell. Ach so, blaues heißt zu langsam und weißes heißt perfekt. Grau und blaues. Ah, okay, gut. Jetzt aber los! Vulkan! Die deutsche Synchro, ich finde sie jetzt schon toll. Wie läuft's noch einmal? Schon gut. Ich hab's begriffen. Okay, Vulkan muss man halt mehrfach machen. Okay. Gegenangriffe. Gegner warten nicht auf ihren Angriff. Manchmal wehren sie sich. Beim Angriff starten sie vielleicht einen Gegenangriff. Bei Versagen sind sie in den Angriff ausgeliefert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, falsche Taste. Ich hätte gedacht, der würde mir das beibringen. Jetzt muss ich das nochmal versuchen. Ach du Scheiße! Oh mein Gott, diese Mechanik, das wird eine Freude. Ich werde in so viele Angriffe laufen. Man kann ihn nur ein Schwert fuchteln, stets schon die Chancen warten. Eine Abwehr hilft den AP zu halbieren und die Schäden. Schützt vor Angriffen, die einen abnormalen Rang verursachen. Abnormalen Zustand. Ah, ich kann mich also damit auch vor Dings schützen. Okay. Zusätze erhalten.
Am Verfahren lernen neue Fähigkeiten. Diese werden unter Zusätze auf den Dingsfähigkeiten von der Schlacht wählen. Kampf ist es zu spät. Macht Sinn. Die Zusatzfähigkeiten sind sie halt mal leicht oder mal sehr mächtig. Jede Fähigkeit erscheint gut, aber da wäre es nur einfach. Übernehmen kann nur was eine Fertigkeit auswählt. Sogar der Doppelhieb eines Anfängers kann effektiv sein. Das kommt auf ihre Fähigkeiten an. Denken Sie dran. Okay. Alles in Ordnung. I think me guts this. Ach, das lernt man schnell. Ja, ich glaube, lernen ist nicht die Sache, sondern eher die Sache mit den Reflexen. Weil es gibt Momente, da habe ich Reflexe wie so eine tote Katze. Ich werde bald auf Reisen gehen. Wenn du noch ein bisschen üben möchtest, dann frag mich jetzt. Okay, ich geh da mal. Ich bete für sie. Ja gut, ist nur gut so. Okay, dann auf dafür. Ich meine, darf ich mal ganz kurz was fragen, so nebenbei? Haben wir echt komplett verdrängt, dass wir bis eben noch von einem Drachen verfolgt wurden? Gefängnis von Helena. Wenn Keks das hören könnte, ne? Das Gefängnis ist so krass, hier rennen die Mäuse sogar die Wände hoch. Und Mumiensalz sind Wärter. Brav sein da drin. Ach du Scheiße, was ist das für ein Beeflord? Frügel? Frügel? Was ist das denn? Frügel? Was ist das denn für ein Name? Wer zum Teufel ist das Mädchen? Kannst du mir das sagen? Kapuzenmann. Die Zukunft der Welt liegt in ihren Händen. Das ist alles? Jetzt weißt du genug. Wer den Sinn nicht versteht, sollte einfach nur den Befehlen befolgen. Ich zitiere keine Befehle von dir. Nur eine Hoheit, Döhl. Ich nenne ihn Döhl. Befehle beurteilen. Auf jeden Fall solltest du dir das merken. Wow, okay, Captain Kapuze ist pissed. Kaiser Döhl. Döhl. Das wird witzig noch. Lasst euch wissen, wenn man ihr nur ein Haar krümmt, dann wird euch das mehr als nur euren Kopf kosten. Okay. Okay. Wald. Nicht betreten. Betreten. Ich gehe mal davon aus, wir sollen jetzt in den Wald? He snorted. Da oben ist eine Kiste. Und jede Menge Hasen und ein Händler. Ich habe das Eichhörnchen verloren. Naja, andere Zeit muss man sich selbst beschützen. Wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Wieso ist immer alles automatisch auf Nein? Heb Vergiftung benommen. Okay. Gib mir mal davon 2 just in case. So. Willst du nicht wissen, wie man diese Gegenstände benutzt? Ich kann es dir zeigen. Okay, wie man Zeug benutzt, habe ich schon verstanden. Ich komm wieder, zeig dir, wie man die Gegenstände benutzt. Oder lass mich raten, ich muss das. Heiltrank, geil. Nochmal ein extra. Oh, Random Encounters, okay.
Das Spiel zeigt einem also tatsächlich an, wenn du einen Random Encounter beforscht. Das ist irgendwie cool. Oh Gott! Es macht genauso viel Schaden. Ist nur irgendwie dreimal so schwierig auszuführen. Das ist faszinierend. Es ist gefühlt dreimal so schwer auszuführen, aber irgendwie genauso schwer, noch schwerer auszuführen, aber genauso stark. Wortwahlen. Kiste. Zaubertrank. Tatsache, der Pfeil ändert seine Farbe. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, wie man denn Random Encounter umgehen kann? Beispiel einfach stillstehen oder so? Ach du Scheiße. Ah! Squeak! 20G! Oh, gleich werde ich genordet. Oh, Leute. I gonna get nordet. Und das Spiel wechselt Format während fast allem. Das ist voll weird. Bringt aber mehr SP. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was SP bringen. Mörderhahn. Ah! Okay, die predikten das. Die predikten ist auch blöd ausgesprochen. Die sagen voraus, wann das ist. Jetzt, dann ist es diese Mechanik um einiges simpler, als ich es mir gerade vorgestellt hatte. Kommt später so ungefähr 5 Stunden in-game. Wenn die denn so komisch blitzen, dann machen sie hier ihren scheiß Gegenangriff. Das ist eigentlich voll easy zu predikten. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Heilt sich die Sau? What? What the fuck? Ja, das ist simpler, als ich befürchtet hatte. Vor allem das Ding hat gerade Steine beschworen, die mich gelasert haben. Ich nehme das mal einfach so hin. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Fuck. Oh. Das ist genau, was ich wollte. Eine Totalzerstörung. Woher weiß das Spiel, dass ich das am liebsten habe? Ich liebe totale Zerstörung. Ich komme hier unten wieder raus. Das ist nice. Es gibt die Legende, dass der Zaubertrank eine gewisse Zeit Random Encounter aussetzt. Bei mir ist aber dann immer das Game abgestürzt. Ja, Mensch. Was denn hier? Ach du Scheiße. Ein Einhorn wollte. Ich habe keine Zeit. Verpiss dich. Das erinnert mich an einen Serpia-Hintergrund. Kindheitsflashbacks. Hör auf damit, lass ihn ruhig. Richtig. Ich hol dich da raus. Keine Ahnung wie, aber ich habe eine krasse Rüstung. Schon wieder solche aggressiven Hasen. Fängt ja auch toll an, weil die Viecher fangen erstmal an, an mir zu knabbern. Ah, das war blöd. Hab ich noch nicht ganz raus, das Timing.
Okay. Ich find's auch geil, dass hier random Viecher einfach weglaufen. Das. 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 Ha. Vulkan. Vulkan. Ich mochte ja Doppelhieb schon fast lieber irgendwie. Ein 1 hoch. Ich glaube, ich nehme Doppelhieb auch mal wieder rein, oder? Ja, irgendwie. Ich bleibe erstmal bei Doppelhieb. Es kommen noch witzigere. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Ich wechsle mal so ein bisschen hin und her. Kann ja nicht schaden. Ich kann sogar hier auf der Overworld angegriffen werden. Ach du heilige Scheiße. Mit noch mehr durchgeknallten Vögeln. Wo kommt eigentlich das 1 hoch? Das ist damals aus dem Kirby-Game, wo ich mit Andy, mit Andy gezockt habe. Ein Doppelhieb! Wie man alles zerstört mit einem so einem Doppelhieb, ey. Ein Doppelhieb! Und du musst nicht hier 10 QTEs machen. Overworld Encounters hat man auch nicht häufig. Auf einmal sind wir schon beim Gefängnis, ne? Das ist schnell eskaliert. Ist ja mal so gerade um die Ecke. Another one bites the dragon, würde ich mal sagen, ne? Wie komme ich denn da nur rein? Versuch's mit der Brücke da? Oder Le Ship? Nein, der rote Pfeil zeigt dann, dass man im Counter nah ist, aber irgendwie manchmal dauert es länger als... Na, na, mal. Ich verstehe. Gutes Fleisch, guter Fisch. Sehr Flügel. Nee, Frügel. Das wird Frügel gefallen. Das gefällt seinem Schnügel. In letzter Zeit hast du viel eingekauft. Ist irgendwas los? Tja, mal, Helena, geh einfach einen Händler wie dich gar nichts an. Also, okay, okay, verpiss dich, Mann. Hey, da nochmal inspizieren. Okay. Fällt gar nicht auf. Es fällt überhaupt nicht auf, dass ich hier stehe. Scheint in Ordnung zu sein. Lass die Brücke rab. Boah, Alter, voll reingesneakt. Alter, richtig easy reingesneakt in den ganzen Ort hier. Vor allem, was fährt uns? Ein Elefant? Elefant mit 6 Hörnern. Ich hab's geschafft. Keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Also spielt Stealth Passagen? Ich hoffe doch mal nicht. Ich hasse es immer, wenn Nicht-Stealth-Spiele immer irgendwie so eine Stealth-Passage einquetschen wollen. Meistens funktioniert's nicht. Nur eine, soweit ich weiß. Oh, Gottes Willen. Kannst du hier durchschleichen, wenn du willst, aber dann musst du einfach nur kämpfen. Also...
Okay, Totalzerstörung. Das mag ich. Ist doch gemütlich hier. Wer bist du? Er hat mich entdeckt. Okay. Vor allem, was ist das für ein Assi-Händler? Die Arenen sehen schon cool aus, irgendwie. Außerdem, was will der mit seinem fucking American Gladiator-Stock? Autsch, der macht 5 Damage. Aber ich hab dafür... Ja. Doppelhieb! Ah, Doppelhieb! Du hast keine Chance gegen meinen Doppelhieb. Oder vielleicht doch. Easy. Ja. Ah, Doppelhieb! Mein, der Typ ist so Anime, ne? Er ist so edgy Anime. Aber irgendwie liebe ich's. Ich weiß nicht wieso, irgendwie liebe ich's. Hilfe, ich bin nur Lieferant. Meine Güte, halt doch die Fresse. Sei ruhig, ich werde dich nicht umbringen. Noch nicht. Okay, wird kein Laut von mir geben. Ja, du hast schon genug Probleme gemacht, du Sackgesicht. Ich wurde doch nur gesagt, dass du keinen Laut von mir geben werde, bis du lange bist, man. Und wie du die Dinger ausgehen und essen, hä? Was ein Dipshit. Machen wir mal voll, komm. Heilen kann man sich offenbar nur durch Objekte. Speicherpunkte heilen nicht. Ich bin mal gespannt, wer nachher der andere ist. Sehr stealthy. Yo, easy. Ich will eigentlich nur den Loot. So den gesamten Loot, den es hier gibt. Lol. Da unten ist ein Save Point auch noch. Ich so sneaky. Alter, ich bin so sneaky, you wouldn't even believe. Schnell bewegen, was? Ich wollte doch noch den Loot. Alter, was macht ihr mal mit euren fucking American Gladiator Stöckchen? Du schneller. Arge. Was für ein Pech ihr doch habt. Ihr werdet es bereuen, hier aus dem Schlachtfeld gestorben zu sein. Was meinst du damit? Glaubst du wirklich, du kannst dir ins Gefängnis ein schönes Leben machen? Der oberste Aufseher Frügel würde hier mit dem Meer, dem Monster zum Fraß vorwerfen. Ups. Der Monster zum Fraß, du kannst du die länger demütigen, du Sackgesicht. Oh, dreist, dreist. Aber die schlimmsten Kriegsgefangenen sind das beste Futter. Und mich töten willst, dann töten mich jetzt. Wie denn mit deinem übergroßen Bilbo-Stäbchen? Werde dich nicht zulassen, Alter. Was ist das denn? Was ist er denn? Alter, hat einen dieser Leute einfach weggebasht. Sir Lovitz. Lovitz, du Mistkerl. Du bist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ein Dummkopf! Denkst du wirklich, du kannst eigene Faust hier fliehen? Mach das schon, versuch mal zu leben und kehre in Indelsburg zurück. Lebend, ich sag's König Albert. Alter, voll weggebärscht! Alter, wieso fliegen hier die ganzen Leute durch die Gegend? Ich hab mich um diese Jungs gekümmert, ich hab sie einfach runtergeschmissen. Stan! Ist das hier ein Bürgerkrieg? Du, wer bist denn du? Bist du auch einer von Basils Hunden? Slam! Alter, voll weggestochen hat er ihn!
Alter, egal wer er ist, er ist cool. Alter, don't fight me. Ich heiße da, bin ich euer Feind? Ich bin Lovitz. Lovitz Slambert. Dieser Name. Dieser Name. Lovitz Slambert. Ich nenne dich Slam, wie wär's damit? Ich bin der Anführer der ersten Ritterschaft des Königreichs Basil. Nun, anscheinend haben wir keine Zeit, uns so vorzustellen. Nee, haben wir nicht. Slambert! Okay, Slambert ist mir jetzt schon sympathisch, ich mag ihn. Oha, 3. Aber dafür habe ich jetzt Slambert. Haut ihm voll eine runter mit seinem übergroßen Bilbo-Stäbchen. Alter, der hat jetzt schon 100 HP. What the fuck? Ja. Ein Doppelhieb. So, Slam, was kannst du? Harpune! Oh, scheiße, er ist Ikakumon. Au. Er ist einfach Ikakumon. Es wird ja mal besser mit dir, Slam. Ja. Voll daneben. Voll vergeigt. Das war schlecht. Das Timing muss ich noch ein bisschen rauskriegen. Beim Händler ein paar Engel. Ah, Wiederbelebungs-Items. Okay. Alter, könnt ihr mal aufhören, Dynamos nach mir zu schmeißen? Doppelhieb! Los, Ikakumon, setz Harpune ein! Könnt ihr mal aufhören damit? Dönerhieb! You ready to slam some bitches? Das ist sogar auch schon Level 3, der Gute. Ich werde deinen Wunsch erfüllen. Was? Ich muss schon sagen, Dart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig nach Helena kommt. Nee, in der Regel kann ich mir das auch nicht vorstellen. Was hast du vor? Wirst du so dies und jenes? Ich bin gekommen, um nur jemanden zu retten, der mir sehr wichtig ist. Hast du etwas über sie gehört? Ihr Name ist Shana. Es tut mir leid, aber ich werde woanders suchen. Warte! Ich komme mit dir! Ich dachte, du müsstest so schnell wie möglich von der Burg zurück. Das Mädchen, nach dem du suchst, ist sie wichtig? Es ist mein Problem, es war mein Fehler. Ich weiß nicht, was dich hierher gebracht hat. Aber Helena ist kein einfacher Ort, wenn man auf sich allein angewiesen ist. Das gilt auch für mich. Aber gemeinsam können wir entkommen. Natürlich mit dem Mädchen. Ich weiß, ich habe irgendwie das Bedürfnis, ihn so dramatisch wie nur irgend möglich zu reden. Wie kommt es, dass du mir traust? Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Hey, Darkseid. Dein Überraschungsangriff hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dir vertraut, als du mir den Rücken freigehalten hast. Deshalb glaube ich, dir vertrauen zu können. Okay, lass zusammengehen. It's one of those games, wo ich Leute einfach in mir aufnehme.
Ich habe sowieso keine andere Rüstung. Aber hat der andere Zusätze? Kann ich das nur bei Dart machen? Ah, ne, hier. Eine Erdharpune. Okay, gut. So geht das also. Okay. Diese spooky, scary Skeleton. Arme Haut. Wo, was für Haut? Das ist ein Skelettjungchen. Was für eine Haut? Es ist nämlich nicht mehr viel Haut über. Die Wachen sind echt super. Vielleicht sollten die echt mal die Bandage aus der Fresse nehmen. Frügel kommt, um mich zu töten. Frügel, Frügel. Ah. Okay. 20 G erhalten. Das ist some gratis Frügel, könnte man sagen. You wanna have some Frügel? Alter, Leute, ich sag euch, wenn ich hier heute mit dem Stream fertig bin, ne? Ich gönn mir erstmal einen richtig schönen Frügel. Funkennetz erhalten. Lass mich raten, das ist die Blitzmagie, die man schon mir in den Kopf geschmissen hat. Oder auch nicht. Doch, hier, Funkennetz, Donnerangriff, okay. Ach, Quatsch. Schieß mich doch ab. Dreieck ist einfach nur sortieren. Wie cool. So, was macht ihr hier? Wir wollen sagen, das Mädchen ist im zweiten Gefängnisturm. Wozu der ganze Lärm um ein Mädchen? Ich würde einfach nicht kämpfen. Warum muss ich diese Hölle geschickt werden, Alter? Ich will doch nur nach Hause. Ich will doch nur einen Schnitzel. Ich mach mir bei Ruhe demnächst Schnitzel. Oh, ich hab da so Bock drauf. Mmh, lecker, lecker. Oha, wer ist denn da? Alter, du willst dich nicht mit Slam und mir anlegen, ich sag dir. Er und ich, ne? We will slam some ass. Alter, du bist alleine, oh mein Gott. Du hast eine schlechte Zeit vor dir, das sag ich dir. Au! Haut ihm erstmal weinen mit seinem Bibo-Stäbchen runter. Ja. Ah, Doppelhieb! Oh, ich liebe ja vor allem diese alten RPGs, wo wirklich so anfängt, wo du noch die Schadenszahlen noch im einstelligen Bereich sind und du später denn so krasse Zahlen hast. Einfach, wenn man sehen kann, was man für Fortschritte gemacht hat. Ich hoffe, das wird sowas, weil ich finde sowas immer toll. Das habe ich damals in Final Fantasy mal geliebt. Sag dem Motto, weißt du, zu Anfang machst du 1, 2, 5 Schaden. Das ist auf einmal ein zweistelliger Bereich, auf einmal sehr wertvoll. Mein Gott, ist abgeschlossen. Na super. Keine Ahnung, was dein Gott damit zu tun haben soll, aber gut. Die marschierende Fische. Ist das eine Kiste? Nö. Dieser Raum wird besonders streng bewacht. Habe ich gesehen, ich konnte an allen vorbeilaufen. Was ist mit diesem Schlüssel? Den nehmen wir mit. Wir werden ihn brauchen, wenn man das Mädchen Shana gefangen hält. Krasser Scheiß, liegt hier einfach rum. Aber warum nur das Mädchen? Das werde ich den Oberaufseher persönlich fragen. Aber erst, nachdem wir Shana gerettet haben. Das sind diese Leute, die immer in einen morphen. Ja, ich merke schon, dieser Ort wird richtig krass bewacht, ne? Ich konnte jetzt hier einfach rein, mir mein Shit nehmen und wieder abhauen. Super krasse Bewachung.
Easy. Okay, wo sollen wir jetzt längs? Sieht bewacht aus, also scheint es richtig zu sein. Du willst erleben wir, bevor wir noch Krach machen. Okay. Tja, haut er mir erstmal eine runter. Ich mag die Fight-Mucke irgendwie. Die ist nice. Klong. Nee, warte, ich mach mal. Ich gebe euch mal ein bisschen Totalzerstörung, um genau zu sein, dem Kerl hier. Boah, da wäre Andi jetzt hier, ne? 5000 Damage. 5. Vor allem man masht und was kriegt man? 5. Hey, Hatehunter. Okay, soweit sind wir noch fit. Harpune! Boah, Alter, müsst ihr alle diese ultra lange Blitz-Scheiße machen? Okay, so lang ist sie nicht, aber trotzdem. Der Hit-Sound ist auch geil. Einfach so, paff. Doppelhieb! Ach, echt jetzt? Zeigen an, wie viel AP die ungefähr haben. Bei Rot sind sie fast tot. Ah! Okay. Ja, Tatsache. Weil der hat ja schon einen Schlag abgekriegt. Deswegen hauen wir den jetzt mal. Dann kann Dart nämlich gleich den anderen fertig machen. Aber natürlich muss er erst wieder seinen scheiß Blitzkack schmeißen. Der Sackige. Wir sind beide angeschlagen. An der Farbe ihres Namens. Okay. Speicher nicht vergessen. Kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht überall. Ich speichere eigentlich schon an jedem Speicherpunkt, der da ist. Ja, heilen sollte ich wirklich. Ich habe gedacht, wer ist denn da? Die Stimme. Bist du das, Shanna? Ich bin's. Dart? Bist du das, Dart? Ich bin gekommen, um dich zu retten. Mach hinne! Die Wachen kommen! Jiggy Jiggy. Oh, Shauna. Dart. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Du hast mich nicht vergessen, obwohl wir uns 5 Jahre lang nicht gesehen haben. Wie könnte ich dich vergessen? Du bist so ein fucking Edgelord. Zeig mir dein Gesicht. Ich habe mich nicht sehr verändert. Oh doch, du hast dich verändert. Du siehst viel stärker aus als der Dart, den ich gekannt habe. Mach hinne, die Wachen kommen. Also ich kann doch bislang keine Meinung über sie haben. Ich kenne sie literally 2 Minuten. Well, that's just dandy. Das Mädchen entkommt. Oh, fuck. Hör nicht zu, lass das hier kommen.
Nochmal drei. Na super. Ja, ich halte aber noch gut was aus. Die machen ja immer nur... Wenn wir unseren Schaden auf einen fokussieren, dann sollte das passen. Doppelhieb! Doppelhieb! Und außerdem ist Slam noch voll stark. Der hält das aus. Bingo! Wenn mich danach heilen, sollte eigentlich genügen. Doppelhieb! Moppelhieb! Aber wie gesagt, jetzt wo ich mal so überlege, ne? Shadow Hearts hatte, glaube ich, hat es nicht auch ein Spiel für die PS2 gehabt? Wenn ich mich nicht irre, und hatte so ein ähnliches Kampfstil? Also so einen ähnlichen Gameplay-Style? Auch rundenbasiert, aber sehr rhythmisch? Ich meine mal, mich so von ganz damals an irgendwas erinnern zu können. Ich kann mich an irgend so ein Shadow Hearts Spiel erinnern, wo dann auf einmal so eine Scheibe beim Angriff kam und das Ganze dann im Uhrzeigersinn sich gedreht hat und man das stoppen musste für Schaden. Weiß einer von euch, welches das ist, wovon ich gerade rede, oder laber ich gerade nur wirres Zeug? Wenn ich wirres Zeug laber, müsst ihr es sagen, dann könnt ihr mich einweisen. Bist du verletzt? Mir geht's gut. Ihr könnt später feiern. Wir sind immer noch in der Höhle des Löwen. Außerdem ist es viel zu feucht für eine Party. Was ist mit dir los? Lawitz, was ist mit dir kaputt? Liebe Schana, folgt mir, okay? Und Sonic Soul, moin moin und ja, vielen Dank fürs Hosten. Ich bin jetzt 18 Jahre alt. Okay. Gut zu wissen, ich kann auch kämpfen. Okay. Sie ist erwachsen geworden. Sie hat diese höllischen Horde allein überlebt. Wäre sie eine durchschnittliche Frau, dann hätte sie das nicht geschafft. Es gibt natürlich auch nicht viele Dummköpfe, die hierher gekommen wären, um sie zu retten. Hast du mich gedisst, Alter? Die Schana aus meinen Träumen hat sich nicht im geringsten verändert. Lass uns später darüber reden. Sehen wir erstmal, dass wir hier wieder rauskommen. Ach, schade, niemand kann mir gerade sagen, welches Spiel ich meine. Weil ich meine, mich daran etwas zu erinnern. Das Spiel sah an sich auch relativ nice aus. Sag das noch mal. Nun, der Ritter aus dem Basil ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Es tut mir leid. Und dieser Ratte rede ich gar nicht. Er wurde später. Der rote Kerl hat das Mädchen aus Celis mitgenommen. Was? Was ist gesagt? Der Kerl mit dem roten Ressort hat das Mädchen mitgenommen. Ah! Dummkopf! Lass ihn die Lebenden kommen! Warte! Hab ich das Video vergessen? Tötet nicht das Mädchen! Mit Befehl seiner Majestät Döhl! Zu Befehl! Wenn ihr ermasselt, will ich euch alle köpfen! Der Rote! Den krieg ich! Will nur ganz andere Dinge mit deinem Blut rot färben! Alter! Brutal! Gut, da muss ich halt nachher mal googeln. Oh nein, ich wollte doch nur... Ich kann nicht... Oh, ich bin einfach abgehauen. So geht's auch. Ich wollte eigentlich mich noch heilen. Tatsache, jetzt habe ich Schana auch im Team. Wie praktisch. Weil ich meine, wie gesagt, es war ein Shadow Hearts Teil. Und er war auf der PS2. Aber ich kann mich auch richtig irren.
Herrscht dann nicht ohnehin Personalmangel? Gute Frage, ne? Geil, Geld. Wobei, komm ich nicht lebend raus. Nicht aufgeben, wenn wir Hoffnung verlieren, sind wir doch nur nahen. Okay. Also irgendwie müssen wir jetzt hier wieder raus. Aber jetzt haben wir drei Leute, mit denen wir fighten können. Oh, fuck you, ich hau ab. Ich werde schon irgendwie den... Ich hab das... Wer ist da? Fuck you. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Das würde mich zumindest nicht wundern bei meinem Orientierungssinn. Aber immerhin kriegen wir hier noch gut Loot. Hm? Es gibt ein PS2 Shadowheart-Spiel. Ist das von Midway? Ich habe keine Ahnung. Es ist ungefähr nur irgendwo eine furchtbare Stimme. Sie ruft arg, arg, arg. Ich muss mal gucken. Ich werde nachher mal googeln und schauen, ob das genau das ist, woran ich mich erinnere. Weil ich erinnere mich ja nicht viel. Das ist das Problem an dem Spiel. Ich erinnere mich halt nur so an das Kampfsystem und dass es eigentlich relativ cool aussah. Und dann ist es viel Schlimmere. Ich sehe es online und denke mir, ja geil. Kann ich mir eh nicht kaufen, weil Geldmangel. Und dann denke ich mir, ja toll. Shana ist relativ useless. Na wunderbar. Das ist sehr befriedigend. Das ist sehr beruhigend. Wirklich, ich mag die Musik hier, die beim Speichern und im Menü ist. Ist echt gechillt. Was ist hier drin? War ich hier mal? Ich glaube, ich war hier. Oder auch nicht. Da unten ist Loot. Wie ihr wisst, Leute, Loot tut gut. Und da der Typ zu bescheuert ist, meine Existenz zu begreifen. Der hat mich begriffen. Aber dabei habe ich schon sein Geld geklaut. Lederjacke. Doomkorb. Oh, scheiße. Aber hier ist guter Loot. Ich kann ja nicht ohne guten Loot hier, ne? Wenn ich guten Loot einfach ablang. Wo haben die Gefangenen das Geld her? Nice Polygon Ass. Aber sie ist schnell offenbar. Okay, sie kann nur normal angreifen. Sie hat nicht mal einen Zusatz, also... Okay. Vielleicht kriegt sie noch einen, who knows. I can make this work. Sie ist auf jeden Fall schon Level... Sie ist auf jeden Fall erfahrener als Dart und Slam. Mein Gott, ich weiß, er heißt Lavitz. Ich nenne ihn aber Slam, weil Slam passt mir zu ihm, weil er cool ist. Engelsgebet. Fuck you guys. Oh, scheiße. Du musst mehr grinden. Ich muss mehr grinden? Muss? Wenn ich das schon höre, ich muss. Da kriege ich solche Dragon Quest Vibes. Sie kann auf jeden Fall Leute umbringen. Und sie ist nochmal? Alter, wie schnell ist die Frau? Es ist relativ grindlastig, okay. Offenbar zu Anfang noch nicht. Schauen wir mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, jetzt werde ich mich wahrscheinlich sowieso nicht erstmal winden können. Richtig? Ach nö, das waren beide auf einmal. Na dann. Na. Jetzt will ich aber mal kurz gucken. Ach, Ausrüstung. Hier ist das wahrscheinlich. Oder auch nicht.
sollen wir nochmal gucken. Ach, hier, Lederrüstung. Kann ich die jetzt... Kann ich die irgendwie benutzen? Irgendwie ansetzen? Belebt und stell halber GP wieder her. Okay. Zum Ende hin ist es grindlastig. Da es kein Magiesystem gibt, sind wir da wenig Taktik, wenn es beim Kampf einsetzt. Endet es immer darauf an, wer härter zuschlägt. Ah, Forbidden Memory Style. Ja, damit kann ich leben. Weil ich habe ja die Lederjacke bekommen. Jetzt möchte ich gerade mal rauskriegen, wie ich die benutze. Ach so. Ja. Ach so, man sieht immer nur da. Okay, das ist wiederum praktisch. Man sieht direkt immer nur, was für diejenige Person wichtig ist. Das ist gut. So hast du nicht ein ganzes Arsenal voll mit Zeug, wo du nie mal weißt, wem was gehört. Shadowheart's Covenant. Okay. Muss ich nachher mal gucken, ob es wirklich das ist. Weil das würde mich schon interessieren. Nur um dann zu realisieren, dass ich es mir nicht kaufen kann, weil ich, ja... Dinge. Nice ass, though. Harpune! Es ist also später nur noch wichtig, wer härter zuschlägt. Aber ja gut, es ist, ne... Es ist also quasi, ne... Aber ja, Shiro, vielen Dank für die, fürs Nachgucken. Von den Bildern her sieht es zumindest aus und würde Zielscheibe passen. Ich hab doch vorhin schon gespeichert, meine Güte. Heilen, Mann. Da ihr ja sonst nicht aufhört. Ich stehe jetzt nicht auf dem Ding drauf. Ah, ich stand nicht ganz drauf. Okay. Heilen? Ich habe nicht mal Damage genommen. Speichern wir halt nochmal.